fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Castle Crush mit mir, Defred, und heute vielleicht das beste Angebot ever. Übrigens, ich habe eine mythische Kiste bekommen. Ah, ne, magisch. Entschuldigung, mythisch ist ja das da drüber. Eine magische Kiste bekommen. Die wollen wir gleich noch öffnen. Wir haben mindestens zwei epische, also schon mal zwei garantierte epische, was schon mal ganz geil ist. Und ich hoffe, mein neuer Repeater macht das mit, dass wir auch fehlerfrei zocken können. Ich bin leider ein bisschen runtergerutscht, weil ich gestern extremste Probleme mit dem WLAN hatte und mich auch immer ein bisschen verspekuliert habe. Und das hier, der Bogenstützenstamm, ist das beste Angebot ever? 100 Juwelen kostet mich das und wir würden 400 Karten bekommen, das machen wir natürlich. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot. Das nehmen wir natürlich mit. Buy this pack with 400 Bogen. Also die Übersetzung ist teilweise echt noch ein bisschen lustig. Buy this pack with 400 Bogenschützenstamm. Vor allem Bogenschützenstamm, was ist das für ein Name? Also meine lieben Entwickler, da müsst ihr auf jeden Fall noch was rausmachen. Habe ich das jetzt bekommen? Hä? Sold out. Was? Ist das jetzt da oder nicht? Wo ist der Bogenschützenstamm? Habe ich den jetzt bekommen oder habe ich den nicht bekommen? Ach Leute, was ist denn hier los? Ja, ich habe ihn bekommen. Also so ein bisschen Info wäre natürlich auch ganz geil gewesen, mal zu wissen, das ist jetzt auch da. Wir können es jetzt upgraden. Oder müssten sie auf Level 8 sein? Dann kann ich sie endlich mal richtig benutzen. Auf Level 6 waren sie doch ein bisschen low. Okay, wie viel haben wir jetzt? Okay, Level 8. Geil, ich kann sie endlich benutzen. Boah, ich habe so viel Kacke gerade in meinem Deck. Das muss ich gleich erstmal, bevor wir überhaupt das erste Spiel machen, muss ich das erstmal sortieren. Also, wir öffnen jetzt gleich natürlich auch die mythische Kiste und ich möchte die Erscheinung noch kaufen. Nicht die Erscheinung. Die Wiederbelebung. Moment, Shop, wo ist es? Da. Ja, können wir euch machen. Geil, wir haben sie freigeschaltet. Wie geil. Okay, wir können eine noch kaufen. Jetzt haben wir sie auf Level 2. Mal gucken. Ich hab's wie gesagt noch nicht gespielt. Ich hab's ja gerade erst freigeschaltet. Der Schamane übrigens sehr OP. Meine lieben Leute, der ist sehr OP. Wo habe ich dir denn jetzt das Viech? Den Drachen will ich natürlich unbedingt behalten in meinem Deck. Der ist einfach nur geil. So. Belebt verbündete Truppen, die in den letzten Sekunden gestorben sind. Grain das mal ab. Das wird eine ziemlich experimentelle Folge, glaube ich. Wir nehmen das einfach mal für. Ja, nehmen wir einfach mal dafür. Den Bogenschützenstamm nehme ich, glaube ich, sogar mal. Dann weiß ich nicht, ob wir den Drachen rausmachen. Okay, ich muss das mal ganz schnell sortieren. Ich will nicht die ganze Folge damit verschwenden, hier mein Deck zu sortieren. Deswegen kurzer Cut, Leute. Wir gehen gleich direkt rein ins erste Spiel. Okay, gegen Lord Carlos. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht. Scheint ein. Boah, was ist denn das für eine. Okay, Highlander ist der Clan. Wir müssen mal schauen, was er jetzt setzt. Ich bin so weit unten mit den Pokalen, das ist echt peinlich. Ich habe mich dafür entschieden, die Wiederbelebung reinzumachen, die Bogenschützenkönigin und aber auch den Stamm, weil ich mir gedacht habe, das könnte ja funktionieren. Oh, Level 6 Pirat ist echt hart. Level 6 Pirat ist echt übel. Aber wir können den Stamm gleich schon setzen. Kein Problem. Ist down. Sehr gut. Ist down. Kein Problem. Alles okay. Boah, ich habe so viele Spiele zuletzt verloren. Das war echt abartig. Bogenschützenstamm. Sehr gut. Ah, er hat nur Level 6. Das ist okay. Kriegen wir das down? Nö, natürlich nicht da unten. Aber jetzt. So, der ist down. Er hat tatsächlich noch einen gesetzt, ne? Krass, Mann. Oh, wir können gleich loslegen. Wir können gleich. Oh, geil. Gib mir die Archer Queen. Gib mir die Archer Queen. Wobei, das ist eigentlich dumm, dass ich die jetzt gerade gesetzt habe. Ich will noch immer überlegen, wofür ich jetzt. Komm, wir setzen sie. Sauber, sie ist wieder da. Die Archer Queen ist wieder da. Leute. Die Archer Queen hat es einfach mal wieder reingeschafft. Oh, geil. Kann er natürlich jetzt gar nichts machen. Ich habe die einfach nochmal gesetzt, die Erscheinung. Ah, okay, das war dumm. Das war dumm, die jetzt gerade zu setzen. Das hat nicht viel gebracht. Ist egal. Es ist einfach mal so zum Probieren. Der Drache des Todes. Der Drache. Und das Geile ist jetzt, wenn ich gleich die Wiederbelebung nochmal hätte, dann wird das ja funktionieren. Dann könnte ich den Drachen wiederbeleben, wenn er sterben sollte. Alter, das ist so geil. Nein, lass mir doch mal. Oh, geil, nochmal Drache. Wirft meine eigenen Truppen zwar auch zurück, ist mir jetzt aber egal. Können die Bombe nochmal setzen. Das müsste dann gleich auch gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass Carlos jetzt nochmal so ultra viel da entgegenzusetzen hat. Das müsste eigentlich geil. Nochmal der Stamm. Die Erscheinung wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Die wäre auch nicht nah, als habe ich die Bombe nochmal gesetzt. Aber es reicht. Es reicht zum Sieg. Sehr gut. Wie geil das auch aussieht, ne? Wenn die Bogenschützenkönigin, da die anderen. Ich glaube, die erhöht ja die Treffer. Warte mal, wie war das nochmal? Sie erhöht den Schaden. Moment, wir gucken mal nach.
führt alle deine Fernkampftruppen an und erhöht ihren Angriff. So, das hat man ja dann gesehen, grafisch, ne, wurde das angezeigt. Und wir können jetzt erstmal die Kiste öffnen. Ich würde sagen, wir öffnen die jetzt mal für 62. Also, wir hatten zwei garantierte epische. Wir gehen natürlich jetzt in der Reihenfolge vor. Normale Karte, Rare und dann die epische. Jawohl, geil, die brauche ich sehr gut. 53 Stück, das ist schon mal sehr erfreulich. Führt zum Ballister, naja gut, es gibt Schlimmeres, würde ich mal sagen. Habe ich auch öfter schon mal im Deck drin gehabt. Oh, der Sensenmann, den habe ich noch fast gar nicht benutzt. Wenn ihr da ein Deck habt damit, könnt ihr es mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Und da würde ich sagen, hat gerade gut funktioniert. Das Einzige, was ich wie gesagt noch ändern könnte, wäre vielleicht noch die Erscheinung mit reinzumachen. Aber dann ist das Deck auch sehr teuer. Die Erscheinung hat wie viel? 6 kostet die mich. Wollen wir es einfach mal machen, so just for fun? Ah, komm, Just for Fun, was soll's. Wir packen sie einfach mal Just for Fun rein, was soll's. Ist ja wie gesagt, nur ist ja zum Spaß, Leute, zum Spaß. Bei 1900 Pokalen zum Spaß. Es geht ja um nichts. Es geht schon um was, aber wir sind so weit unten, wir können rumtrollen bis... Nein. Das ist geil. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das jetzt an mir liegt oder ob das am Gegner liegt. Das weiß ich nicht. Das, meine Freunde, weiß ich nicht. Habt ihr übrigens die Weihnachtstage, habt ihr sie gut überstanden? Hattet ihr Spaß? Habt ihr, weiß ich nicht, habt ihr gefeiert? Habt ihr Geschenke bekommen? Habt ihr was verschenkt? Habt ihr im Kreise eurer Liebsten gefeiert? Das sieht natürlich alles so Fragen über Fragen. Und jetzt muss ich eigentlich mal warten. Ich will jetzt noch nicht angreifen. Ich will warten, bis ich da was setzen kann. Oh, das ist jetzt ein Problem. Wobei, nee, der Golem ist so langsam. Ich glaube, er hat sich so ein bisschen verzockt jetzt. Here I go. Okay, das war gut. Können wir noch gerade setzen. So, jetzt hat er zwar noch den Golem. Das ist allerdings nicht so schlimm. Oh, die Bombe. Geil, die Bombe kann ich da oben hinsetzen. So. Das Bömmchen da oben hin. Und da gucken wir gleich mal. Lass wir gleich mal den... Oh. Wobei, das ist schlecht, was er gemacht hat. Ja, Lucky, geil. Ja, genau. Hat er sich jetzt gerade schön durchgelackt. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Da hatten sich auch wieder einige beschwert. Durchgesagt, hätte ich durchgelackt. Hat er doch gar nicht. Hat er doch? So, da sind wir schon mal durch. Da oben. Wobei, das bringt jetzt noch gar nichts. Was könnte ich denn jetzt setzen? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade mega verwirrt, weil ich nicht weiß, was ich setzen kann. Ah, doch, den Drachen. Ha, wir können gleich den Drachen setzen. So, Drache, komm zu mir und verrichte deine Arbeit. Die Wiederbelebung könnte ich gleich eigentlich auch setzen. Moment, da noch was hin? Jetzt kommt Doppel-Action hier. Doppel-Action schmeckt's denn hier? Ja, das ist auch blöd eigentlich. Habe ich die Erscheinung eigentlich schon ein einziges Mal gehabt? Ohne Witz, hatte ich die schon ein einziges Mal? Ich glaube nämlich nicht. Da noch einen hin. Ja, es wird auch ganz lustig, das Spiel. Es könnte auch ganz lustig werden. Allerdings, ja, er hat noch die gesetzt. Es war's jetzt für ihn. Das war's jetzt mega für ihn. Wir können gleich nochmal die Wiederbelebung setzen, falls mein Drache stirbt. Komm. Ah, ist vorbei schon. Ja, schon vorbei. Tut mir leid, dass ich eben gesagt habe, du hattest Luck. Oh, eine Goldkiste. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, das war dumm. Das war dumm, das wollte ich nicht. Und wir können auf jeden Fall noch ein Spielchen machen. 2 von 4 in der Siegeskiste. Das läuft doch. Warte mal, ich hatte doch... Nein, jetzt hat er das Spiel schon angefangen. Ich hatte doch die Erscheinung reingepackt. Ich bin mir sicher eigentlich. Forza Italia. Ciao. Forza Italia. Basses. Hier oben gleich noch den Narr hingepflanzt. Jetzt bräuchte ich mal den Pirat. Ah, nicht den Rotweinpirat, den normalen. Den normalen Pirat. Komm, gib ihm. Ah, gerade noch mit dem letzten Fitzel kann er da noch was hinsetzen. Wenn er jetzt gleich oben noch was hinpflanzt, könnte ich vielleicht noch kontern. Was machen wir denn jetzt? Okay, jetzt muss ich tatsächlich mal hingehen. Und muss mal eben seine Trübskis kaputt machen. Oh, oben können wir gleich 3 kaputt machen. Er ist aber noch leicht in Front. Ja, sauber. Hat er gut gemacht. Muss man ihm lassen. Hat er echt gut gespielt. Was setzen wir denn jetzt? Die Wiederbelebung habe ich auch seltenst gesetzt, ne? Komisch eigentlich. Komisch. Oh, das ist gut, dass er den gesetzt hat. Den kriegen wir gleich kaputt. Nein. Warte mal, kriege ich doch wieder. Hihihi, geil, wir können sie wiederbeleben. Allerdings mit... Leute, da ist doch die Erscheinung. Ja, komm, bevor jetzt hier alles in die Binsen geht, setzen wir mal den. Und hoffentlich...
Wiederbelebung bringt gerade gar nicht so viel. Ich muss mich jetzt immer konzentrieren. Okay, jetzt kommt die Erscheinung. Sehr gut. Na, nur 9. Und wir beleben sie wieder. Ah, nur 2. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich arg wenig. Nein, er hat den Blitz gesetzt. Okay, das wird ein hartes Spiel. Das sehe ich schon. Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Komm, das schaffen wir doch, ey. Jawohl, das war's. Aber vor allem geil, ich sag noch, es wird ein hartes Spiel. Und im Endeffekt wurde es dann doch kein hartes Spiel. Wir sind wieder halbwegs durch. 1966, wer erinnert sich noch? Ne? In London die WM oder in England. Und ja, da können wir vielleicht noch was spenden. Oh, je. Nein, der Nikolaus. Nein, der Heilige Geist. Natürlich du. Ach, das ist der Typ, den hier Kollege, wie heißt er nochmal, reingelassen hat? Hier, Jonas, glaube ich, ne? Junilik, genau. Wir sind eigentlich ganz gut dabei noch. Der Captain sticht wieder in den See. Was haben wir jetzt? Wir haben gerade mal 19 Mitglieder. Ich will da noch ein bisschen Plätze frei halten für euch natürlich, wenn es mal für Android rauskommt. Deswegen wollen wir den Clan auf jeden Fall nicht voll klatschen. Und ja, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne eine Bewertung da. Und gebt mir mal was an Feedback für das Deck. Ich glaube, die Wiederbelebung klatsche ich, glaube ich, wieder raus. Und ja, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und bis später, macht's gut. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Tschüss.